Hallo liebe Poolfreunde, heute sind wir hier in der Nähe von Stuttgart bei Frank Stäbler, Sportler, Mediator, Speaker, Motivator und natürlich siebenfacher Meister im Ring, deutscher Meister, Europameister und Weltmeister und zu guter Letzt jetzt natürlich auch frisch gebackener Olympionik, Gewinner der Bronzemedaille und Weltrekordhalter, was das Ringen angeht. Und heute schauen wir uns hier sein neues Becken an, werden uns ein bisschen unterhalten, daher sehr am besten direkt rein, oder? Attack. Los geht's. Ja. Lieber Frank, du bist ja seit Jahren extrem erfolgreich in dem, was du tust. Und mit deiner Olympiateilnahme hast du jetzt mit der Bronzemedaille nochmal ein zusätzliches Highlight dazu bekommen. Wie hast du denn diese Zeit für dich erlebt und wie ordnest du das in deiner Karriere ein? Ja, die Olympischen Spiele in Tokio waren natürlich das absolute Highlight. Ich konnte davor schon den einen oder anderen sehr großen Erfolg feiern. Aber Tokio war nochmal das Allerbesonderste in meiner Karriere, weil der Weg dorthin so schwer wie nie davor war. Und immer wenn was schwer ist, für was man wirklich Entbehrungen in Kauf nehmen muss, für was man leiden muss, Blut, Schweiß und Tränen vergießen muss, habe ich immer gesagt, dann hat es auch erst einen richtigen Wert. Und deswegen ist diese Medaille, wo am Ende Bronze war, für mich fühlt sie sich an wie Gold, einfach ja unglaublich wichtig und unvergesslich. Diese Emotion werde ich für immer in mir behalten. Okay, verstehe. Und wenn wir schon von diesem Blut, Schweiß und Tränen sprechen, haben denn diese Erfahrungen als Sportler auch einen Einfluss gehabt auf deinen Wunsch, einen Pool zu besitzen? Und was waren deine persönlichen Gründe eigentlich für ein Poolparadies wie dieses in deinem eigenen Garten? Also dieser Traum, dieser Wunsch, diese Vision, ich bin sehr visionell, nicht nur im Sport, sondern auch im anderen Bereichen des Lebens. Und ich habe schon als Kind diesen Wunsch ganz früh entwickelt, weil der einzigste Moment, wo ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, ja, da gab es nicht viel mit Urlaub und Freizeit und Schwimmbäder etc. Und deswegen waren wir, wenn wir einmal im Jahr in Urlaub es geschafft haben und da war ein Pool, dann war das Urlaub, es war Freiheit, es war Regeneration, es war Sonne, es waren einfach Glücksmomente. Und ich habe mir immer geschworen als Kind, eines Tages, wenn ich groß bin, werde ich auch einen Pool haben. Weil das für mich der Gedanke war, wenn du jeden Morgen aufwachst und ich lasse den Rollladen hoch und ich gucke raus, dann ist es wie Urlaub. Und dieses Glücksgefühl ist einfach wieder da und es bestätigt sich eins zu eins. Ich mache jeden Tag diesen verdammten Rollladen hoch und denke so, ja, das Leben ist schön. Und das andere, was es mit sich bringt, das Wasser, nicht nur optisch, sondern auch, wenn du dann drin bist, zu der Regeneration als Sportler, auch noch ein extremer positiver Nebeneffekt, hat es dann nochmal abgerundet. Und deswegen einfach nur cool. Bei deinem Becken handelt es sich ja um ein Styropool der Marke D&W Pool. Was hat denn deine Entscheidung beeinflusst, eben so ein Styropool bei dir im Garten zu bauen? Ja, wie kam ich dazu? Also wirklich auch zum Jürgen. Mittlerweile kann ich noch einen Freund nennen. Wir haben über einen Nationalmannschaftskollegen, unseren Physiotherapeuten Steffen Dragese, eine Empfehlung bekommen. Er hat auch seinen Pool bauen dürfen und dann habe ich dich mal angerufen. Und ehrlich gesagt, ich bin zwar visionell stark, ich habe es mir vorstellen können, aber technisch keine Ahnung. Da habe ich gesagt, irgendwas machen wir da. Styropor, mach mal Wannen, mach mal Stahl, mach mal Plastik, was machen wir? Und dann hat er angefangen. Ja gut, und die erste Empfehlung, wie du schon sagst, war damals Steffen. Und Steffen hat ja bei uns auch einen Styropool gebaut und auch sehr viel selbst gemacht. Und ich erinnere mich noch ans erste Telefonat. Architekt, wir wollen es draußen hinbauen wegen Kindern. Du hast ja zwei kleine Kinder. Und da relativ wuchtig vor das Fenster. Und ich habe gesagt, nein, lass es lieber in die Erde reinbauen. Bau es lieber in diese Art und Weise. Und ich glaube, so hat man sich gegenseitig angenähert. Deine Wünsche, unsere Expertise im technischen Bereich. Und dann ist irgendwann der Pooltraum entstanden. Absolut. Wir mussten uns erst in Einklang bringen, aber das haben wir, ich glaube, extrem schnell geschafft, wo ich dann, ja, wenn man dann mit den Experten einfach spricht und sich austauscht, merkt man, okay, vielleicht ist es gar nicht so umsetzungsfähig, wie ich das gedacht habe. Es gibt viel bessere, praktischere Lösungen und so haben wir uns schnell gefunden und gesagt, Attacke, das Projekt, das greifen wir zusammen an. Ja, und klar, du hattest natürlich auch Input von einem Architekten, du hast dann Input gehabt von Gaswasserinstallateuren. Ja. Jeder hat natürlich seine Ideen gehabt und mit denen bist du oft auf mich auch zurückgekommen mit Sprachnachrichten und hast dann gesagt, hey Jürgen, was können wir denn hier tun? Und ja, wir haben es dann gemeinsam gelöst und dann Pläne gezeichnet. Und sag's ruhig, wie es ist. Ich habe ihn genervt. Ja, noch eine Sprachnachricht, noch eine. Wie machen wir das? Nein, also. Herr Stäbler wieder. Nein, ich fand es natürlich auch eine tolle Herausforderung, jemanden wie dir sowas machen zu dürfen. Weil es natürlich auch, ja, es ist eine Legende. Es ist mittlerweile auch jemand,
wo es auch Spaß macht. Und wir machen sowas ja auch eigentlich nicht direkt B2C, mhm, sondern machen das eigentlich auch über Händler. Und Steffen war damals so eine Geschichte, ich bin ja auch dem Ring ein bisschen verbunden durch Mömbris Königshofen. Ja. Und dadurch kamen auch die Kontakte und kenne auch ein paar. Und ja, da hilft man auch gerne mal, auch abseits der normalen Vertriebsstrategie. Ah, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Die Wege haben sich gefunden. Auch über einen extremen Zufall einmal. Ja. Kann man das erzählen? Ja, klar. Trainingslager in Zypern. Ja. Nachdem ich ihn wieder mit ein paar Sprachnachrichten bombardiert habe, sage ich, irgendwie machen wir das eigentlich. Ja. Man treffen wir uns, sagt er, ja, ich bin jetzt auch erstmal geschäftlich unterwegs. Ich sage, kein Problem, ich bin auch 2 Wochen im Trainingslager. Und dann treffen wir uns danach. Sagt er, ja, wo gehst du denn hin? Ja, ich in Zypern. Ja, was für ein Zufall, ich bin auch in Zypern. Sagt er, ja, wo? Ja, Larnaca. Sagt er, ja, ich auch. Ja, wo? Aliana. Club Aliana. Ich sag, wir auch. Morgen Abend. Sagt gar nicht. Und haben wir eine Woche recherchiert. Am nächsten Tag haben wir uns an der Bar getroffen und haben die Pläne ja finalisiert. Nachmittags beim in der Mittagspause dann genau, zusammengesessen, noch ein paar Dinge besprochen und ja, dann, ja, so machen wir es. Und dann war eigentlich die größte Herausforderung, war eigentlich jemanden zu finden, der es baut. Mhm. Ich meine, dein Vater hat viel geholfen, ihr habt viel selbst gemacht, aber natürlich auch diese technische Umsetzung, Folie ja, einschweißen. Und das war dann auch wieder so eine Geschichte, natürlich Covid, jeder hatte viel zu tun. Mhm. Frank Stäbler will den Pool. Macht ja, Druck. Wer macht das? Und es war die Schwierigkeit. Und Gott sei Dank haben wir hier jemanden gefunden, ja, in Kirchheim, der relativ nah dran ist und der es dann auch realisiert, auch ja, in unser beider Interesse realisiert. Pool Protect hat es gerichtet, ja. Genau. Ja, war super. Und ja, im Leben, es gibt keine Zufälle, so führen die Wege zusammen. Ja, und dann last but not least haben wir uns vor 3 Wochen getroffen in Rust. Der zweite Zufall. Ich war auf Verleihung Golden Wave für unseren Reiniger Voyager und gucke abends um 10 in Facebook und sehe Frank in, ja, in Rust auf der Achterbahn. Und dann schreibe ich ihm abends, sage ich, du Frankie, was machst du hier? Ja, ich bin hier auch. Und deutsches olympisches Team hat uns eingeladen und am nächsten Morgen laufen wir uns über den Weg in beim Frühstück. Ja, also ja, beide mit einem Award in der Hand. Ja. Ich für den besonderen Moment des Jahres von Team D ausgezeichnet. Du mit deinem Award. Ja, haben wir zusammen mit unserem Pokal gefrühstückt. Das war genau. Vorteil. Frank, auf deiner Homepage sieht man dich ja in deinem Image-Video auf einer Voltaikanlage sitzen. Und du hast ja hier auf deinem Haus ebenfalls eine installiert. Die Frage ist da halt für mich natürlich, ist das Thema Energieeffizienz grundsätzlich ein wichtiger Faktor für dich bei deinem Pool und auch bei den Elementen, die du in deinem Pool hast? Ja, natürlich. Es ist elementar wichtig. Das habe ich schon im Sport gelebt, so energieeffizient wie nur irgendwie möglich zu kämpfen, weil ich bin sicherlich nicht der, der am meisten Technik, die beste Technik hatte, am meisten Kraft hatte, die beste Kondition. Das war ich nie. Da gibt es bestimmt 1000 Menschen auf der Welt in meinem Bereich, wo besser sind. Aber ich konnte mit meinen Ressourcen immer extrem gut haushalten und es vom Kopf her perfekt steuern. Und das hat mich im Endeffekt auch mit so erfolgreich gemacht. Und ja, mit dem Haus ist es das Gleiche. Beim Dach fängt es an, beim Pool geht es weiter. Ich weiß, meine erste Idee, wo ich den Jürgen angerufen habe, habe ich gesagt, ey, ich habe gesehen, da war so ein, wie ein Aquarium. Ich will so eine Glasfront haben und es sah so cool aus und bau mir doch sowas. Und das Erste, was du gesagt hast, oh Junge. Nicht energieeffizient. Junge. Katastrophe, weil ja, ich das einfach Wärmeverlust hast, gerade im Winter, in den kalten Monaten. Und das kannst ja gleich mal vergessen. Und dann, ja, die Idee hatte ich gar nicht im Kopf. Stimmt. Und dann ging es genau weiter mit der richtigen Wärmepumpe, wie kann man haushalten. Und da ja gut, wir haben jetzt halt eine Kombination, perfekt, Styroporsteine isoliert. Hm. Rollladen drauf, damit die Wärme drin bleibt. Ja, Wärmepumpe. Auch so, wie sag mal, Solarsensor mit drin genau, hat, ja, so genau. Platten, wo noch Wärmepumpe, die ja, uns aufheizt, das Becken, und dann die Wärmepumpe halt auch gespeist durch deinen Strom ja, aus der Photovoltaik. Also eigentlich rundum effizient. Wie der Ringer. Wie der Ringer. Also Pool und Ringer, kommt zusammen. Sag mal, Frank, was ist denn eigentlich grundsätzlich noch wichtig für dich jetzt beim täglichen Gebrauch von deinem Pool? Dass es immer schön sauber ist und ich habe nicht Lust, jetzt kommen wir wieder zu der Energieeffizienz, wirklich jeden Tag eine Stunde am Becken zu stehen und ihn zu schrubben und zu putzen und immer zu schauen, dass das Wasser ja, von Hand gesäubert wird. Dafür hat man ebenfalls eine Roboterhilfe uns noch gegönnt und mit ins Programm aufgenommen, einen richtig coolen Roboter. Ich weiß gar nicht, was für ein Typ es jetzt genau ist, aber es ist auf jeden Fall sehr geil und es macht Spaß, auch am Rand zu sitzen und ihn einfach bei der Arbeit mal zuzuschauen, wie andere arbeiten, in dem Fall der Roboter. Das war für mich immer wichtig
Und der zweite Punkt war, dass ich den Pool 365 Tage im Jahr nutzen konnte. Also ich wollte ihn nicht im Winter ablassen und dann hier so eine Grube haben im Winterdicht, sondern das auch im Winter wir nutzen können. Und natürlich, um Heizkosten zu sparen, haben wir, um Kosten zu sparen, nicht beheizt über den Winter, haben aber durch die Pumpe das so gesteuert, dass er das ganze Jahr über optisch sichtbar ist. Und es ist wirklich auch schön, wenn dann draußen Schnee liegt und wir im Winter drin sind und draußen dann gerade nachts den beleuchteten Pool sehen. Das ist ein mega beruhigendes Gefühl und für jeden ein Highlight, der zu Gast kommt. Ja, und es ist halt das, was heute modern ist. Früher hat man, wie Frank schon sagt, es abgedeckt mit einer Winterplane und heute nützt man es als Teil des Hauses, als Teil der Gartengestaltung. Und wie du vorhin schon sagst, die witzige Nummer war ja auch ein Teil unseres Deals. Okay. Damals gesagt, du bringst eine Olympiamedaille mit und ich gebe dir dafür einen Reiniger, unseren Alpha RA. Und wir durften uns ja im letzten Jahr schon mal sehen, um dieses Versprechen einzulösen. Und das ist auch Teil des Komforts. Wenn du heute einen Pool hast, du willst ihn eigentlich nutzen und willst nicht dafür arbeiten, sondern du willst aufmachen, willst ihn genießen und willst ein sauberes Wasser haben. Das ist wichtig. Richtig. Und das funktioniert. Okay. Sag mal, Frank, was waren denn deine Erfahrungen beim Bau des Beckens und bei der Projektentwicklung an sich? Gibt es da irgendetwas, was du jetzt anderen Pool-Interessierten mit auf den Weg geben möchtest? Also für mich persönlich war ganz wichtig, zu vertrauen, zu jemandem Vertrauen zu haben, wo man weiß, okay, es läuft einfach. Wenn es mal Probleme gibt, dann kann man anrufen und dann werden die Probleme gelöst und geklärt und man muss nicht an 1000 verschiedenen Baustellen und Schrauben immer wieder ziehen und hat extrem viel Mehrarbeit. Und das hat ja Zodiac mir geliefert mit den stabilen Partnern an der Seite. Der Jürgen war immer für mich erreichbar. Wenn ich mal eine Frage hatte, wurde das sofort beantwortet und geklärt. Und dazu kommen einfach dann auch hochwertige Materialien. Ja, ich habe immer gesagt, so Klump kommt man nicht ins Haus, auf gut Schwäbisch gesagt, das muss hochwertig sein, das passt sonst nicht zum Rest und ich möchte auch noch in 20, 30 Jahren was davon haben und das wurde zu vollster Zufriedenheit erfüllt. Ja, und ich glaube, wichtig ist auch einen regionalen Partner zu haben, den du jetzt hast mit der Firma Rost, die halt auch in der Nähe ist, wo du halt auch mal notfalls was machen kannst, wenn irgendwo mal was ausfällt. Und es ist ja auch ein Teil des Konzeptes Fachhandel, da zu sein, das abzuwickeln und wie du sagst, Vertrauen. Wir haben ja auch in der Bauphase dann mal eine Verzögerung gehabt und trotzdem mussten wir dann wieder kommen, dass es alles ineinander greift. Von daher glaube ich, hat es ganz gut funktioniert und natürlich auch mit deinem Vater und Hilfe und allen. Alles viel zusammen. Wurde perfekt koordiniert und so muss es sein. Gut, Frank, wir haben ja jetzt ein bisschen intensiver über Fachliches gesprochen, über den Poolbau per se, wollen jetzt aber noch mal ein bisschen was Emotionales am Schluss reinbringen. Und daher, du weißt es ja auch, unser Anspruch bei der Fluidra ist es ja grundsätzlich für unsere Kunden und für unsere Poolbesitzer das perfekte Pool- und Wellness-Erlebnis zu schaffen. Und daher die Frage an dich, was ist denn dein persönliches perfektes Pool-Erlebnis? Da kann ich zu der ersten Antwort zurückkommen. Mein perfektes Poolerlebnis fängt morgens an, wenn ich den Rollladen hochlasse, rausschaue. Im besten Fall scheint die Sonne, der Pool glitzert noch, aber selbst wenn die Sonne nicht scheint, der Pool ist da. Ich denke, ich stehe mit so einem Gefühl auf, wow, okay, alles klar. Manchmal springe ich morgens gleich rein, bin frisch in dem Tag und wenn nicht, mache ich es nachmittags oder abends oder nachts, wann ich möchte. Und es ist jedes Mal eine unglaubliche innere Befriedigung. Es ist für mich Freiheit und das ist für mich das perfekte Poolerlebnis, das ich jedem nur wünschen kann. Ja, und ich glaube, auch für dich, der du viel unterwegs bist, der du viel reist und mit Familie, kannst du natürlich deinen Tag einteilen, wann du willst. Wie du schon sagst, du kannst morgens schwimmen, du kannst nachmittags schwimmen. Du bist nicht gebunden an feste Öffnungszeiten von einem öffentlichen Bad oder irgendwas, sondern du kannst es dann tun, wenn du Spaß dazu hast. Das mit den Freibad-Schlangen anstehen, nee, ohne mich in Zukunft. Nein, es ist ein Traum, auch für die Kinder. Kinderparadies. Ich habe, wie gesagt, zwei eigene, meine zwei Neffen drüben, meine Patenkinder. Viele sind immer hier und für alleine zu beobachten, was für ein Traum das ist und wie glücklich sie sind und wie sie stundenlang dort spielen können, ist einfach was ganz, 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 ganz Tolles. So, lieber Frank, vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast, dich heute mit uns zu unterhalten. Das war richtig, richtig toll, dein Becken zu sehen, dass du ein bisschen Input gegeben hast an unsere Zuschauer. Daher großes Dankeschön dafür. Und ganz wichtig, liebe Poolfreunde, wenn ihr Frank Stäbler nochmal live sehen wollt in eurem Leben, dann am 18.06. in Ludwigsburg in der MAP Arena. Da gibt es noch was Sei richtig dabei. Großes. Ciao, Martin. Mein Lieber. Ciao, ciao.
Aufgabe.